herzlich willkommen in deinem Institut für Hautgefühl. Mein Name ist Jeanette Hitchfeld und es ist die Frage aufgetaucht von letzten Mal Mikrodermabrasion: Wie reinige ich mich richtig? Jeanette, du hast das angesprochen, die richtige Reinigung ist dir sehr wichtig. Jawohl, das ist mir wirklich wichtig. Und Jeanette, wo kann ich die richtige Reinigung kaufen? Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Der Kosmetikmarkt ist so überflutet und der Laie weiß einfach wirklich nicht. Wo kann er hingehen, was kann er sich kaufen und was soll er beachten? Für mich ist immer wichtig, wie ihr alle sicher schon gewusst habt, mit diesem Mikroplastik, mit dem ganzen Plastik, was da drinnen ist in den Reinigungen, unsichere UV-Filter, Parabene, Silikone, Mineralöle, erbguterregende Stoffe, krebserregende Stoffe, ist alles nicht gut für die Haut und ist wirklich leider in vielen günstigeren Reinigungen leider drinnen. Gell? Also bitte informiert euch da wirklich. Ich kann nur sagen, die gründliche Reinigung morgens und abends ist deswegen wichtig, weil wir haben diese ganzen schädlichen Umwelteinflüsse wie Staubschmutz, Dreck in der Umwelt drinnen, diese freien Radikale nennt man das. Das sind einfach chemische Verbindungen mit einem freien Elektronenpaar, die einfach ganz, ganz schlecht sein für die Haut. Und deswegen bitte mein Appell, reinigt gründlich morgens und abends mit Reinigung, Schaum und Tonic. Ich sage immer, die zwei Sachen gehören zusammen wie Bruder und Schwester und gehören gründlich gemacht jeden Tag. Ohne gründliche Reinigung gibt es keine Creme für mich. Wenn euch das jetzt gefallen hat oder ihr habt noch mehr Fragen an mich, würde mich freuen, lasst mal Feedback da, stellt unten eure Fragen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was ungeklärt ist. Ihr könnt mich jederzeit gerne anrufen. Wie gesagt, noch einmal, eure Haut ist so individuell. Sucht euch einfach eine professionelle Beratung, ruft mich gerne an. Ich freue mich auf euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Eure Jeanette Hitchfeld aus deinem Institut für Hautgefühl.